Mexico. Das war Zuckerbrot und Peitsche, Humphreys. Der hat also wirklich es krachen lassen. Da hast du wirklich stramm gestanden, wenn der mal richtig loslegte. Aber bei uns war Vorgabe, jeder bewegt sich nach seinem Gusto. Zieht sich an, wie er will, macht, was er will, außer... Und da kam dann ja wirklich der erhobene Zeigefinger. Wer falsch singt, ist out. Humphreys war Sex and Drugs and Rock and Roll. Das stimmt schon. Alkoholverbot. Da hat sich nicht jeder dran gehalten, aber der kriegt dann auch richtig eins auf die Glocke. Und das gab mal, da hat es mal richtig gedonnert so hinter der Bühne. Da ging die raus so quasi und da haben wir gesagt, als wäre nichts mehr. Wir waren Superstars. Wir haben 60 bis 66 Millionen verkauft. Wir haben dreimal Paris in einem Rutsch ausverkauft, hintereinander, 3 Tage Paris. Ich meine, zeig mir, wenn du das ist die A-Liga. Die Trauben flogen dir doch in den Mund. Ja, das ist doch geil. Ich bin ein Womanizer, also ich bin ein Typ, ich habe immer nur Musik und Frauen im Kopf gehabt, das andere kam immer danach. Ja, ich habe doch da alles verfügbar gehabt.